und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zu Ehre Gottes bestraft. Amen. Lass uns noch beten. Lieber Vater, wir danken für dein Wort. Wir danken, dass wir uns hier versammeln dürfen. Wir danken für unsere Geschwister, die aus Schweiz und Österreich, aber auch aus Heidelberg gekommen sind und hier aus München. Wir beten deinen Segen über diese kommende Stunde, über die Gebetszeit, über die Männer- und Frauenstunde und auch über unseren Einsatz hier in München. Vater, du kennst diese Stadt mit mehr als 1,3 Millionen Einwohner. Die meisten haben keine Ahnung, was Jesus Christus getan hat. Die wissen überhaupt nicht, was Jesus für sie tun kann. Auch in dieser Corona-Zeit, wo viele ihre Gesundheit oder ihre Einkommen gefährdet sehen. Wir beten und danken, dass du uns Gnade schenkst, um dein Wort zu bedienen, und dass wir vor allem dich sehen, wie du bist, der Allergrößte, über alle Menschen, über alle Götter, über alle Entitäten in diesem Universum. Du bist da als Schöpfer von Himmel und Erde und als Erlöser über alles erhoben, und wir danken dich, dass wir dich so auch anbeten und loben und preisen können. Hier in Freiheit, hier im Zentrum München, preisen dich in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Also hier haben wir gesehen, dass nachdem in Vers 6, 7 und 8 da 7 Stufen sind, wie der Herr sich gedemütigt hat, erniedrigt hat, dann lesen wir in Vers 9 und 10 und 11, wie Gott ihn auch in 7 Stufen erhöht hat. Gott hat ihn erhöht, erstens, ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist vor allem sichtbar, wenn es kommt zur Rettung. Dass drittens in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle ihre Knie, die im Himmel, dann viertens auf Erde, dann fünftens unter der Erde sind, sechstens alle Zungen sollen bekennen, das heißt auch die von allen Dämonen, der Hölle und der Teufel selber, sie sind nicht, dass Jesus Christus nicht Herr sei, aber der Herr sei zu Ehre Gottes des Vaters. Viele Charismatiker würden oft sagen, Jesus ist Herr. Nein, er ist der Herr, einzigen Herr. Einzigen Gott. Und es ist ein tragischer Zustand, wenn man Geschichte studiert, dass allerlei Leute nennen sich groß. Leo der Große, ein Papst, der überhaupt nicht groß war. Gregorius der Große. Peter der große russische Romanov-Zar. Der große Gretzky, der große Messi. Man kann, überall sind das große Leute. Aber du siehst niemals in der Presse, auch niemals in theologischen Zeitschriften, Jesus Christus, der Allergrößte. Ist nicht fremd, dass wir das vergessen und die Menschen, die neigen haben, sich selber oder andere zu preisen und vergessen, der Allergrößte, der Schöpfer aller Menschen und aller Welt, der Herr Jesus Christus. Jesus von Nazareth. Und man gedenkt seinen Geburtstag, die kommende Woche, und er ist ein Mensch, der etwas hat getan, das kein Mensch tun kann. Er ist der einzige Mensch in der Geschichte, der sein eigene Geburt kontrolliert hat, sein Tod kontrolliert und bestimmt hat und seine Auferstehung bestimmen könnte. Er ist selber von den Toten auferstanden. Er hat sein Leben freiwillig abgelegt und hat es auch wieder zu sich genommen. In Johannes Kapitel 10, Vers 18 lesen wir Folgendes. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Wir lesen es auch, er gab seinen Geist auf. Er hat es selber entschieden, nicht, dass er körperlich gestorben ist und deswegen muss er seinen Geist aufgeben. Er hat selber entschieden, ich gebe ihm meinen Geist auf und deswegen ist sein Körper ausgegangen. Ich habe Macht, es zu lassen, das ist sein Leben zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Er ist selber von den Toten auferstanden. Das hat er entschieden, dass Gott das ewige Wort. Und solches Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Gott hat ihm die Macht gegeben und hat es genützt. Warum? Um für unsere Sünden sein Leben abzulegen, unsere Gerechtigkeit, für unsere Gerechtigkeit aufzustehen von den Toten. Niemand nennt ihn doch groß. Auch viele Theologen sagen niemals, ich predige Jesus der Größe. Aber Menschen sagen oft, später von so und so, Genghis Khan der Große, Leo der Große, ein Zar, ein König. Sie sind groß für was sie für ihr Land getan haben. Man vergisst als Christ, Jesus Christus groß zu machen. Stärker noch, man schämt sich heute als Christ oft in die Öffentlichkeit für Jesus Christus sich auszusprechen. Obwohl er so viel mehr getan hat für uns, als kein anderer Mensch für uns getan hat, die den Namen groß bekommt, ohne eine Begründung. Gott hat ihm einen Namen gegeben über alle Namen.
Nou, is die vraag, hè, dat zien we in vers 9. Is die naam Mohammed, of de Boeddha, of de Maria? Keins van deze namen is übernamen. Die naam Jezus wordt meer dan 982 maal genutst in het Nieuwe Testament alleen. In jede Ausgabe. En het leven dieses Mannes wurde geweissagt im Alten Testament 48 maal über zijn eerste komen, meer dan 500 maal, zehnmal zoveel, über het tweede komen van deze mens die de naam Jezus bekommt. Wat bedeutet Jezus? Jehovah rettet. Er kwam om zijn volk te retten van ihre Sünde. En het tragische is, dat volk Israël had hem abgelehnt. Als volk, als hier Heiland. Mohammed, wenn man spricht über das Alte Testament, viele Muslime, die sagen dann, dass das Alte Testament über Mohammed geweissagt hat. Und sie geben dann 5 Versen. Und die 5 Versen, die gehen nicht über Mohammed, aber über Israel als Volk, über Jesus Christus. Aber wenn Mohammed so ein wunderbares Charakter ist und die Mohammedane, weil das sind eigentlich Moslems, sind Nachfolger von Mohammed. Eigentlich ist Mohammed wie ein Götze dargestellt, weil wenn du der Prophet beleidigst, ist es ein Grund, Blasphemie, um dich umzubringen. Bei Sharia-Ländern, wo das Scharia-Gesetz durchgeführt ist. Und sein Nachfolger müssen dann sagen, Friede sei auf ihm oder gesegnet sei sein Name. Wie ist es dann möglich, dass noch im Alten Testament, noch im Neuen Testament keine einzigen Erklärung gegeben wird, dass Mohammeds Name der größte Name ist unter den Himmel an Menschen gegeben. Er wird nicht erwähnt. Mohammed selber hat sicher gedacht, dass er sehr groß war. Das muss man sagen. Hier ein Zitat aus Sura 33,40 und der heilige Hadith von Bukhari, vierte Teil, Buch 55, Nummer 651, 652. Folgendes Zitat, sollte Mohammed gesagt haben. Allah hat die menschliche Rasse geschaffen und diese unterteilt in 2 Gruppen. Er hat mich, das spricht Mohammed über sich selber, in die bessere von diesen 2 Gruppen platziert, die Araber. Dann hat er die Stämme genommen und mich unter die beste Stamm platziert, der Karisch-Stamm. Dann hat Allah die Stammhäuser gegeben und mich in das schönste und beste Person geschaffen, der beste Mann in Arabien, da bin ich. Das hat Mohammed gesagt. Über sich selber. Und man hört oft, dass Muslime sagen, ja, Mohammed ist der beste Mensch, die überhaupt hat gelebt, das beste Beispiel für uns Männer. Und alle 2, 3 Milliarden Muslime heute, die sagen von Mohammed ist die größte Person auf Erde. Obwohl nicht im Alten Testament, nicht im Neuen Testament sein Name ein einziges Mal wird erwähnt. Nun, was sagt Simon Petrus? Hier haben wir Paulus, die sagt einiges über Philippa, über Jesus von Nazareth, den Namen über alle Namen. Nehmen wir Simon Petrus und er sagt folgendes in Apostelgeschichte 4 über diesen Namen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da lesen wir folgendes. Und ist in keinem anderen Heil und ist auch keine anderen Namen den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Es ist nur in einem Namen, die Name von Jesus von Nazareth, Vers 10. Das ist die Name. Das war das Problem auch in Jerusalem, dass die Jünger, die einfachen Fische, in den Namen Jesu gepredigt haben, Vers 10. Was sagt Petrus? So sage ich in Vers 10, so sage ich euch und allem Volk von Israel kundgetan, dass in den Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, stehe diese all hier vor euch gesund. Und was ist dann zusätzlich die Reaktion von diesem Rat? Und das Wort Rat ist oft sehr negativ. In Vers 15 da kommen diese Schriftgelehrten, Pharisäer, also die Feinde, sie kommen zusammen in einen Rat, einen UNO-Rat, einen EU-Rat oder einen religiösen Rat. Und dann ist die Entscheidung folgendes, Vers 18, sie riefen sie und gebot ihnen, dass sie alle Dinge nicht hören ließen, noch lehrten,
In den Namen Jesu. Da ist das Problem. Nicht in den Namen von Mohammed oder Buddha oder Konfuzius oder Buddha oder Lao Tzu. Den Namen Jesu. Da ist das Problem. Wenn wir so rausgehen, was tun wir dann? Wir predigen in den Namen Jesu Christi. Warum? Die hat Kraft. Die hat Heil. Das ist der Arzt von unseren Herzen, die wir gesungen haben. Petrus hat leider Mohammed und Buddha und Maria vergessen. Und die Name, wo du durch die Erde bist, ist niemals eine von diesen drei. Warum? Alle drei sind tot. Sie können nichts persönlich für dich tun. Nun, um anzuzeigen, wie wichtig es ist, möchte ich ein paar Dinge erwähnen. Warum ist dieser Name so wichtig? Warum ist dieser Name über alle Namen gegeben in Philipper 2, Vers 9? Erstens, Sünder werden errettet in diesem Namen. Wenn Barnabas und Silas und Saulus in Apostelgeschichte 16 bei de Kerkenmeisters in de Philippi, dann sagen sie, Herren, was muss ich tun, dass ich selig werde? Was sagt er dann? Glaubt an den Namen des Herrn Jesus Christus. Rettung von Sünden ist in diesem Namen. Zweitens, Wunder werden getan in diesem Namen. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 16. Durch den Glauben an seinen Namen hat er an diesen, die ihr seht und kennt, bestätigt seinen Namen. Und der Glaube durch ihn hat diesen gegeben, diese Gesundheit vor euren Augen. Sie sehen, zweimal das Wort Name verbunden mit Glauben. Glaube an einen Namen kann ein Mensch physisch heilen, Anfang Apostelgeschichte. Dann in diesem Namen soll gepredigt werden. Wenn wir predigen, sollen wir den Namen Jesu Christus im Gekreuzigten predigen. In Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 27. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf der Straße den Herrn gesehen hat, sprechen wir von Saulus, und er mit ihm geredet und wie er zu Damaskus den Namen Jesu frei gepredigt hatte. Er predigt Jesus, ein orthodoxer Jude. Jesus alleine kann retten. Dat is een ketserij van die moderne Juden. Dan, wie we zien, getauft worden in de namen des Herrn. Namen des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes. Jeder, glaube ich, hier, die hier sitzt und errettet ist, ist in seinen Namen getauft. Dann sollen wir beten in den Namen Jesu Christi. Bisher habt ihr nichts gebetet in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, dass eure Freude vollkommen sei. Johannes 16, 24. Das heißt, wenn wir zu einem heiligen Gott kommen, die kein Sünde kennen kann, im Namen seines Sohns, dann sieht er uns an, als ob er sein Sohn persönlich zu ihm kommt. Und dann bekommen wir, wenn wir nach seiner Wiede beten, Glaube, was wir von ihm fragen. Dann sollen wir ihm danken in Jesu Christi Namen. Wir sind dankbar. Warum? Weil dank Jesus bekommen wir etwas im Namen Jesus. Sollst du auch ihm dankbar sein. 1. Korinther 5, Vers 4. Daneben, du wirst gehasst wegen dem Namen Jesu. Das ist der Grund, warum die meisten nicht zeugen. Die auch nicht hier in die Öffentlichkeit. Weißt du, warum nicht? Sie werden geliebt werden von der Welt. Darum gehen sie nicht auf die Straße. Darum lieben sie die Welt so sehr. Johannes Kapitel 15, Vers 18. Und nochmals das Problem mit den meisten Christen der letzten Tage, es soll angenehm sein in den Augen der Welt. Das geht nicht, wenn du Jesus nachfolgst. Johannes 15, Vers 18. So euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Weil Leute nicht zeugen. Auch nicht in ihrer Arbeit. Du musst weise sein. Aber in deiner direkten Umgebung, vor allem Familie, was passiert, wenn du einmal anfängst zu zeugen? Ärger. Amen. Menge Ärger. Und was ist das? Wegen die Namen. Die Name bringt Ärger. Dann sollen wir auch leiden in den Namen des Herrn Jesus Christus. Und du kannst dankbar sein, dass du würdig geachtet bist, in seinem Namen zu leiden. Apostelgeschichte 5, Vers 41. Sie gingen aber fröhlich von des Rats Angesicht, dass sie würdig gewesen waren, um seines Namen willen Schmach zu leiden. Da kann man dankbar sein. Nicht, das muss nicht sein wegen deiner eigenen Dummheit oder dass du seht, was du gelernt hast im Fleisch. Wenn es einfach ist wegen dem Namen Jesu, sei dankbar, dass du würdig geachtet bist, ein wenig zu leiden für Jesu Namen. Und was du tust, was du auch tust, sollst du tun im Namen des Herrn Jesus Christus. Ob es nun putzen, arbeiten, studieren, Zeug ist, Herr sagt, Herr Jesus, gib mir Weisheit und Kraft, um es zu tun, zu deiner Ehre. Wir versammeln uns hier in welchem Namen? In dem Namen des Herrn Jesus Christus. Wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, ist er in der Mitte. Das ist seine Verheißung.
Nun, zou een deze dingen aan Mohammed aangewend werden kunnen? Nein, dat is absoluut onmogelijk. Mohammed had ook niemals wonder gedaan, Sura 29, vers 50. En geen wonder wurde gedaan in zijn naam. Niemand wurde errettet in de naam van Mohammed. Obwohl er sagt, ik ben gehoorzaam. Wer Mohammed gehoorzaam is, is Allah gehoorzaam, weil er war gehoorzaam aan Allah. Dat is de idee in Sura 4, vers 80. En jeder Moslim zou bekennen, dass Mohammed Allahs profeet is. De Shahada. Shahada. Und in Islam ist Rettung durch Werke, Sura 7, Vers 8 und 9, oder durch ein Dschihad, Sura 4, Vers 74. Aber Mohammed hat nichts damit zu tun. Das ist ein Beispiel gewesen, für was seine Leute flaht, religiöse Kriege führen und so weiter. Aber man kann nichts in seinem Namen tun oder von Allah fragen. Niemand in der Bibel wird getauft im Namen von Maria. In ihrem Namen kann man nicht beten. In Apostelgeschichte 1 ist das letzte Mal, wenn Maria erwähnt, ist sie einfach zusammen mit anderen Jüngern. Aber keine Jünger sagt, ich komme zu Gott im Namen von Maria. Wird nicht erwähnt. Wo mehr als 1 Milliarde der Katholiken heute beten zu Gott im Namen von Maria. Was sagt Maria bezüglich Jesus? Oder wenn jemand zu ihr kommt, sie sagt, höre auf ihn, nicht höre auf mich. Johannes Kapitel 2, Vers 5. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Was sagt Jesus Christus? Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Er sagt nicht, geht zu meiner Mutter und betet zu ihr und sie soll eure Gebete bei mir fürsprechen. Hat er niemals getan. Absolut unbiblische Müll von mehr als 1 Milliarde Katholiken. Buddha hat nichts getan, um seinen Nachfolger zu retten. Auch wenn er im Leben war. Was hat Buddha Siddhartha Gautama getan? Er hat seine Frau verlassen, seine Familie verlassen. Er hat alles verlassen, ging auf einen Baum runter sitzen und andere müssten arbeiten, um ihm Nahrung zu geben. Das ist Siddhartha Gautama. Man sagt, das kannst du nicht sagen. Er hat das achtfältige, noble Pfad, den Weg gezeigt. Aber er hat nichts für dich persönlich getan, das sind Werke. Du musst etwas tun, für dich. Du versammelst dich nicht in den Namen von Buddha. Niemand sagt Danke Buddha oder Preis Buddha. Ich habe es oft gedacht, wenn du mit einem Arbeiter oder Fußball spielst, du hast heute Hindus und Buddhisten und Mohammedan und so weiter. Wir haben einen Flucht. Welche Namen haben wir gebracht? Ist nicht Buddha oder Hindu oder Shiva oder Brahma oder Mohammed. Was tut ihr, wenn jemand etwas nicht richtig ist? Was sagt ihr? Gott oder Jesus Christus, dann kommt der Fluchwort. Ist das nicht fremd? Als die auch wissen, die Macht, die Name Jesu, hat eine Macht in sich. Buddha ist tot, Maria ist tot, Mohammed ist tot, das Gebein Buddha wird rumgetragen. Ich war damals wohnhaft in Frastanz, da war das größte buddhistische Kloster in Österreich da, da kam das Gebein von Buddha vorbei. Na, alle kamen natürlich da, Gebein von Buddha schauen. Gebein von einem toten Mann, der nichts für dich getan hat, aber Gebein von Buddha. Ich dachte, na, Wahnsinn, da hat man spezielle Flyer gemacht für Buddhisten. Eerst zorgde dat soort cijfers weer etwas. Ik moest een cijferwissel getan van alle auto's die dan voor mijn huis gestanden zijn. Ik kon niet meer raus en rein. Ik zei, nou, doe ik een dankeschön, steek ik een schönen flyer rein. Ik liet mijn telefoonnummer eraf, dat was ook niet zo wijze. En dan een menge boze aanroepen bekommen. Was ik dacht dat het een Gotteslästerung war, dat ik über Jesus sprach, weil we kamen voor Buddha's tote gebein. Dat is Götzendienst. Früher, bevor de Reformation, Friedrich der Weise, die had een museum gehad met. Ein Dorn von Jesu Krone, ein Stück von sein, ja, alles Mögliche hatte, dann haben sie gedacht, überall Reliquien von toten Heiligen. Tote Buddha. Das Anbetung von Toten. Ganz gefährliche Sache. Gott hat ihm die Kraft gegeben, um in seinem Namen ihn von den Toten aufzuwecken. Wenn Leute heute sagen, was ist das Beweis, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, ist ganz einfach. Römer 1, Vers 4 sagt, kräftiglich hat er erweiset, ein Sohn Gottes zu sein nach dem Geist, der Heiligen. Seit der Zeit, der er auferstanden ist von den Toten, nämlich Jesus Christus, unser Herr. Die Auferstehung Jesu Christi ist das größte Beweis, dass Jesus von Nazareth Gottes Sohn ist. Das Grab ist leer. Niemand hat ein Gebein von Jesus gefunden. Gebein von Buddha wird über die ganze Welt herumgetragen. Gebein von Mohammed ist, glaube ich, in Mekka. Gebein von Maria
Ja, das ist in einem Grab hinterlegt. Aber niemand hat ihr lebendig nach ihrem Tod gesehen. Nochmal, wir machen keine Blasphemie. Ich spreche hier über das wichtigste, die wichtigste Person in der Heiligen Schrift, das einzige Buch mit erfüllten Prophezeiungen. Und es ist natürlich wahr, dass Mohammedaner wurden gehasst für den Namen von Mohammed. Katholische Leute in der dunklen Mittelalter haben Mohammed, Moslems gehasst, weil sie haben Mohammed nachgefolgt und vor allem, sie haben da die byzantinische Kirche eingenommen, heute ist es der Felsenturm, und da die platziert auf den Platz, wo der letzte Tempel gebaut wurde. Aber keiner hat gelitten, für, dass er Recht getan hat. Die meisten Leute töten Christen einfach wegen dem Namen Jesu Christi. Es sind Millionen Leute, nur die letzten Jahrhunderte allein gestorben, in Händen der Nazis, Kommunisten und Katholiken. Die Inquisition, warum ist noch immer tätig? Dann in de communistische Gulag-Archipelo, unter de Nazis, oder communistische Idee van heutige Rusland, Nordkorea und China. Wegen die Namen Jesu leiden heute Hunderttausenden, so nicht mehr Millionen Christen. Du wirst gerufen, zu leiden, weil du Recht tust. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 13. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, aber dass ihr auch zu der Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet über den Namen Christi. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepreist. Niemand aber unter euch leidet als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder deren ein Fremdamt greift. Leidet ihr aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, ihr aber Gott in solchem Fall. Also wenn er das einstecken muss als Christ, preis den Herrn dafür. Dank den Herrn dafür. Und schäm dich nicht, dass du leiden musst, weil du die Wahrheit sprichst oder Recht tust. Es gibt einen alten Spruch von Murphys Gesetz, der sagt, keine gute Tat geht ungestraft. Du tust Recht, du lebst rein, heilig, du zeugst, du hast mehr Ärger nun, vermute ich, als wenn du früher allerlei Mühe gemacht und Sünde gelebt hast. Richtig? Was ist das? Wegen dem Namen Jesu Christi. Das ist das größte Unterschied. Johannes Kapitel 15, ich will ein paar Versen lesen. Und da sagt der Herr Jesus eigentlich weissagend über unsere Situation heute. Und nochmals, es wird nicht einfacher für Christen. Du kannst Open Doors, das ist eine Organisation von den Niederländern, Anne van der Bijl, und nachschauen, gibt es eine Liste von Christen in verfolgten Ländern. Die wird jedes Jahr werden mehr Christen verfolgt. Jedes Jahr. Es wird nicht einfacher, aber schlimmer. Und wenn der Herr verbleibt, kann es auch so sein, dass es auch hier in Europa in die gleiche Richtung ausgeht, wie unsere Brüder in den Moslem- oder kommunistischen oder katholischen Ländern viel gelitten haben in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten. Johannes 15, Vers 18. So euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Derweil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an mein Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, aber sie mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Habe sie mein Wort gehalten, sie werden sie auch eures halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Es geht um den Namen Jesu Christi. Darum ist da ein Hass auf dich. Du gehörst in den Namen Jesu zu das Haupt, du bist Teil von seinem Leib. Sie haben das Haupt damals auf Erde verfolgt, deswegen verfolgen sie auch das Leib hier auf Erde. Beste Beispiel, Saulus. Saulus ist der Weg nach Damaskus. Er verfolgt die Christen. Jesus erscheint ihm und sagt Jesus, wenn er als Licht erscheint, der Weg nach Damaskus an Saulus, Saulus, was verfolgst du? Mich. Die Christen waren Teil von seinem Körper, sein Leib. Boah, das ist noch nicht bekannt, was an den Christen. Und wenn ein Christ verfolgt wird, verfolgen sie de Heer Jezus Christus. Dat is een gevaarlijke zaak. Ik heb het een paar maal gezien. Kom naar 1 Korinther 3. Wat God toen kan met länder of individuele leuten die bewust Christen attackeren en vervolgen. God kan ze umbringen of de ganse nationen verderben. 1 Korinther 3, vers 16 en 17. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Als jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben.
in de tempel Gottes is heilig, der seid ihr. Noord-Korea, schwere vervolging seit 70 jaar. Armes land. Überströmingen, Katastrophen komen over das land. Da sind wir mit vielen Moslems da auch. In China sieht man das Gleiche. Gottes Gericht kommt auf solch ein Land. Und die meisten denken dann, wieso erlaubt Gott das? Wenn ein Volk sich stellt gegen dieses Buch, Adolf Hitler, Zweiten Weltkrieg, gegen Gottes Volk, die Juden, Adolf Hitler, Zweiten Weltkrieg, und Christen verfolgt, wie die Nazis die Christen, bibeltreue Christen verfolgt haben. 12 Jahre lang, 1945, Deutschland war in Asche, es war zerstört und heute hat es noch einen Friedensvertrag mit den Alliierten. Ist er noch immer offiziell Besetzungsgebiet von den Alliierten. Erfolge von was? Du kannst nicht ungestraft Gottes Wort an die Seite schieben, Jude verfolgen und Christen verfolgen. Was tun die Leute dann, um darum zu gehen? Sie verbrennen die Bibel. Oder hier in Deutschland, wie machen sie das dann? Sie nehmen das alte Buch und sagen, durch die forschlich genannte Wissenschaft oder Philosophie oder Tradition, ja, die besten Manuskripte sind etwas ganz anderes und sie schmeißen einfach nur 2000 Worte auf dieses Buch. Und denken damit ungestraft wegzukommen. Ich habe es nochmals gesagt, 1522, das war der Anfang von das neue Zeitalter in Westeuropa. Ende vom dunklen Mittelalter, wenn ein Deutscher, ehemaliger katholischer Mönch, in 11 Wochen den korrekten griechischen Text aus Byzantium, aus Antiochien, übersetzte auf Deutsch. Wahrheit kam, danach kam die Freiheit. Andersom, du nimmst die Wahrheit weg, Freiheit wird auch weggehen. Impfzwang. Allerlei Bundesverfassungsrechte werden mit Füßen getreten. Wegen was? Weil das deutsche Volk und spezielle deutsche Christen haben Gottes Wort abgelehnt. Du kannst nicht ungestraft Gottes Wort ablehnen als individuelle Person, als Familie, als Gemeinde oder als Land. Nach Philipper Kapitel 2, Vers 11 ist die Name, die jede Zunge bekennen soll, nicht die Name Mohammed, Maria, ein Papst, Buddha oder Konfuzius. Es ist der Herr Jesus Christus. Wir lesen in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 3. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus einen Herr heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Jesus ist Herr, der Herr. Das ist nur möglich durch den Heiligen Geist. Und die Attacke auf die Gottheit Jesu sind ganz klar. Das ist dauernd in den neuen Übersetzungen, ist es nicht mehr Gott offenbart im Fleisch, aber er ist offenbart im Fleisch in 1. Timotheus 3, 16. Ich nehme kurz hier die Referenz. Die neue Bibel attackieren die Größe Jesus Christus. 1. Timotheus 3, 16. Das Wort Gott ist weg. Größer Text über die Gottheit Jesu Christi. Aber 99% aller griechischen Manuskripte haben Gott. Wird einfach rausgeschmissen. Johannes 3, Vers 13. Jesus Christus ist gleichzeitig auf Erde als auch im Himmel. Jesus ist derjenige, der im Himmel ist. Die Worte fehlen in der neuen Übersetzung. Attacke auf die Allmächtigkeit oder Allumgegenwart des Herrn, Jesus Christus. Dann das einzige ewige Opfer Jesu wird attackiert. Ich lese das gerne vor aus der Heiligen Schrift und dann vergleiche ich das mit der Luther 19,12 Text. Hebräer Kapitel 10, Vers 10. Nochmals, wenn wir so auf die Straße gehen, du hast das zweischneidige Schwert bei dir. Kenne das gut und nütze das und du kannst damit durch Gottes Gnade unsterbliche Seele gewinnen. Hebräer 10, 10. In welchem Willen wir sind geheiligt, einmal geschehen durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Eine Revision von der Luther sagt nicht mehr geschehen, es ist nur einmal durch das Opfer Jesu Christi. Das Wort geschehen ist weggelassen. Warum ist das so wichtig? Weil Jesus Christus Opfer ist einmal in der Geschichte passiert, im Kreuz, kann niemals wiederholt werden in einem blasphemischen katholischen Messe. Und schlussendlich, das Blut Jesu Christi wird gehasset, Kolosser 1, 14,
Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Der Teufel hasst das Blut. Du wirst, Mr. Red, schon bei einer Straßenpredigt predigen über zwei Dinge, die Hölle und das Blut. Die Hölle wird weggelassen in Markus 9, Vers 44 und 46. Keine Hölle mehr, rausgeschnitten. Jesus ist Gottes Sohn, Apostelgeschichte 8, 37, ganze Vers ist in Klammern oder rausgeschnitten in der Neue Bibel. Bedingung om getauft te worden, te geloven dat Jezus Christus Gottes Sohn is, vom Herzen, niet te vinden. Dreieinigkeit, 1. Johannes 5, Vers 7, in Klammern onder volkomen herausgeschmissen. Dreieinigkeit, dat is een grond waarom zoveel heute in Jehovah's Zeugen gehen. Vers is volkomen raus. Attack auf was? Auf de persoon van Jezus van Nazareth als God offenbart im Fleisch. Dat hij durch Glaube alleine aan zijn bloed das ewige Leben had. Überall rausgeholt. Dat heißt, de Jezus van de moderne Bibel is een andere Jezus. Als van diesem Buch der Heilige Schrift. Obwohl de griechische Text van diesem Buch. Wird van 90% aller Manuskripten unterstützt. Katholiken, die sagen dan: Weißt du, was wir tun? Die naam über alle Namen. Jezus, dat nemen we niet ernst. We nemen een paapst. Een paapst. Een zünder. Een Argentinier. Die moest voor ons eintreten als stellvertretend zoon van God bij God. Daarom werden ze geëerd van meer dan 800 miljoen katholieken. Er is een zünder. Er is niemand op aarde die recht doet ohne te zündigen, zegt Prediker 7, vers 20. Und doch wird er als stellvertretender Sohn von Gott dargestellt. Er ist nicht besser dan een andere Mensch. Er ist kein heiliger Vater. Sterker nog, Luther hat ihn in een Briefwechsel angedeutet met liebe höllische Vater. Und so wird Luther als das deutsche Tier, das deutsche Bestie gewarnt von de damalige Papst im 16. Jahrhundert. Aber Luther hat das gut gesehen. Alle Gerechtigkeit von einem Menschen ist nichts anderes als ein unflätiges Kleid. Der einzige Person, der einzige Mensch, die absolute Gerechtigkeit Gottes ist, ist Jesus Christus. Komm nach Römer Kapitel 10. Und dann sehen wir, dass was der Mensch eigentlich braucht, ist vollkommen rechtstehen vor Gott. Das ist nur möglich durch Glaube alleine von einem Sünder an Jesu Namen. Römer 10, Vers 3 und Vers 4. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Wer ist der an den? Jesus von Nazareth. Der Zimmermannssohn von Maria, bewiesen zu sein, Gottes Sohn, Gott offenbart im Fleisch, durch seine Auferstehung von den Toten. Bald haben wir Weihnachten. Wir wissen, Jesus nicht im Dezember, aber im September geboren. Und wir möchten noch mit zwei Versen enden. In Lukas Kapitel 1, Vers 32, dann sagt der Engel zu Maria, die wir schwanger werden, im Leib oder einen Sohn gebaren, des Namens sollst du Jesus heißen. Lukas 1, 32, der wird groß und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Er wird groß. Genannt werden. Aber nicht von der Welt. Er soll von uns groß gehalten werden. Und wir sollen uns nicht schämen für ihn. Und schlussendlich in Matthäus Kapitel 1, Vers 21 lesen wir Folgendes über Jesus' Namen. Und sie wird einen Sohn gebären. Ein Engel, die erscheint an Josef, sagt das. Des Namen sollst du Jesus heißen. Denn er, Jesus, wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Darum ist er groß. Jesus heißt Jehovah Rabbit. Er kam, um erstens für die Juden sein Blut zu geben. Hat es getan. Sie haben die Juden getan. Sie haben ihn gekreuzigt. Sie haben eine zweite Chance bekommen. Sie haben Stephanus gesteinigt und gesagt zu Stephanus: Sag mal zu diesem Jesus, wollen nicht, dass du über uns herrschst. Also Gott, weißt du, was ich tue? Dann geht das Heil an den Heiden.
Erst war Petrus, der wichtigste Person in der Apostelgeschichte, Apostel an die Beschneidung, an die Juden, die wollten es nicht haben. An zweiter Stelle kommt Paulus, Apostel an den Heiden, und geht zu den Heiden, und sie haben in der Tat gehört. Auch in Deutschland. Aber heute sind wir nahe 2022, nahe 500 Jahre nach der Reformation. Und weißt du, die Tatsache ist, die meisten Deutschen haben kein großes Interesse mehr an diesem Namen. Sie kaufen sich Geschenke, sie haben das Geld vielleicht nicht mal, sie müssen in Schulden kommen, um Geschenke aneinander zu geben. Und Gott sagt, ich habe ein viel besseres Geschenk. Das ewige Leben in meinem Sohn. Wer es im Leben haben möchte, muss sich bekehren und glauben an meinen Sohn, der Herr Jesus Christus. Sein Name heißt Jehova rettet. Die Juden wollten nicht, und die Tragik ist heute, die meisten Heiden wollen auch nicht. Und wir können dankbar sein, dass wir uns hier versammeln können, das Evangelium noch hier in der Öffentlichkeit predigen können. Das ist an sich an Gnade. Also die Freiheit nützt, um Recht zu tun. Und nochmals, wenn die Christen die Freiheit nicht nützen, um Recht zu tun, nimmt Gott die Freiheit Schritt für Schritt weg. Das ist ein sehr wichtiger Grund, um auch heute in die Öffentlichkeit das Evangelium der Gnade Gottes weiter zu predigen, bis Jesus kommt. Jesus kommt, um uns, seine Gemeinde, sein Braut, heimzuholen. Das ist, wo wir gehören, wo Jesus ist, wo der Bräutigam ist, im dritten Himmel. Amen. 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 Vater, wir danken nochmals für deinen Sohn. Wir danken, dass er am Kreuz so viel hat getan für uns, dass er auferstanden ist von den Toten, dass er nun betet an der rechten Hand des Vaters, um seine Braut vorzubereiten. Hilf uns, recht zu tun. Hilf uns, nah bei dir zu bleiben. Hilf uns auch, unsere Augen auf den Herrn Jesus zu halten, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hilf uns vor allem auch mit Freude, auch heute, sein Namen in die Öffentlichkeit zu bekennen. Und gib uns auch bitte Seele, die wir zu Jesus Christus, deinem Sohn, führen können. Das Beste, was wir tun können, um dich noch etwas anzubieten, als Dank für alles, was du am Kreuz und nach das Kreuz als Fürbitter an der rechten Hand des Vaters für uns hast getan. Wir danken, dass wir uns hier versammeln können. Wir beten dich an und loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Also wir haben Pause halten und danach wir als Brüder hier, die Schwestern gehen zu der anderen Seite für die Frauenstunde und könnt ihr auch euren Versen natürlich besprechen. Ja. Okay, nehmen wir ein paar. Und 5. Mose 32. 5. Mose 32, Vers 28 und 2. Samuel 10, Vers 12. Fangen wir an mit 5. Mose 32, Vers 28. Da lesen wir auf Seite 321, denn es ist ein Volk, da kein Rat ihnen ist und ist kein Verstand in ihnen. Und da spricht Gott über sein Volk Israel, wenn sie das Gesetz Gottes aufgegeben haben. Man kann es ein wenig vergleichen mit dem deutschen Volk heute, wo das Wort Gottes nicht mehr in ihrem Herzen, ihre Gedanken ist. 2. Samuel 10, Vers 12. Das ist eine Situation, wo David und seine Leute zwischen zwei Völker, die Syrer und die Ammoniten, gekommen sind. Sie sind in einer Zange, kann man vergleichen mit dem Schlag mit Stalingrad, umgeben von Feinden. Und dann wird Folgendes gesagt von, ich glaube, Job oder Bisai: Sei getrost und lasst uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Lass uns noch beten. Lieber Vater, wir danken für das heilige Wort, ein Buch, was die Geschichte bestimmt, was das Schicksal des deutschen Volkes bestimmt hat und noch immer bestimmt, was unser Schicksal bestimmt. Und wir danken, dass wir nun durch deine Gnade, durch Glaube an das Blut deines Sohnes in deiner Geschlechtslinie stehen und wissen, dass wir dich einmal sehen werden, wenn uns die Wolken sich öffnen, du als Bräutigam kommst, um deine Gemeinde heimzuholen. Wir beten, dass du dich Weisheit schenkst, um das Wort klar und verständlich weiterzugeben, zu bedienen, und dass jeder als Mann auch seine Verantwortung wahrnehmen möchte für seine Familie, für seine Gemeinde und für sein Land. Das fragen wir in Jesu Christi Namen. Amen.
Hier das Volk in 2. Samuel 10 wird von zwei Völkern, Syrer und Kinder Ammon, Vers 11, umringt und attackiert. Und da sind zwei Männer, die als Joab und ich glaube sein Bruder Abisai sagen, was können wir tun, um diesen Kampf, diesen Genozide, weil das ist eine Situation, zu verhindern. Und dann sagt er, lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Das heißt, die Männer sind Anführer und werden berufen, Verantwortung zu übernehmen für ihre Frauen, für ihre Kinder und für die Städte in Israel. Und oft ist die Not heute, dass Gott einen Mann braucht in einer Familie oder in einer Gemeinde, der Gottes Hand über sich hat. Ein Mensch kann das nur bekommen, durch sich versöhnen zu lassen mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Damit fängt das alles an. Nur dann bekommt ein Heiliger Geist in einem Körper und Gott kann durch diesen Mensch dann ein Licht werden in diese Gegend. Aber Gottes Hand und Kraft kommt nach der neuen Geburt über einen Mann, der selbst durch Leiden und Trübsal formiert ist. Das hat vielleicht bei einigen von euch, die sagen, ich bin errettet, ich habe angefangen, Jesus nachzufolgen und ich habe nur mehr Probleme als zuvor. Wieso ist das? Ich habe mehr Ärger, gesundheitliche Probleme, Ärger in meiner Arbeit, mit meiner Familie und so weiter. Warum ist das? Weil Gott muss etwas an dir tun, bevor er etwas durch dich tun kann, um ein Segen zu sein für anderen. Das ist es oft, nehmen wir an, mit einem Sport oder, ich muss denken, hier ein Boxen zufälligerweise. Ein junger Mann hat ein Talent, hat einen Ehrgeiz, aber er muss erst trainiert werden von einem Älteren. Und er muss Dinge ablernen und er muss Dinge dazulernen, bevor er in den Ring gehen kann und einige Kämpfe gewinnen kann. Gott ist dich am Vorbereiten, um ein Segen zu sein für andere. Ein Trainingslager, kann man vielleicht sagen. Gott versucht dich zu formieren durch Leiden und Trübsal. Das Problem ist, dass du lernen musst, Gottes Ruf und Plan an die erste Stelle kommt und nicht dein Job, deine Familie, deine Freizeit, deine Pläne. Nach einiger Zeit siehst du, dass Rettung dich nichts hat gekostet, aber Nachfolge kostet dir sehr viel. Stärker noch, Jesus sagt in Lukas 14, wenn du nicht alles aufgibst, was du hast, dann kannst du mein Jünger nicht sein. Eigentlich ist ein Christ technisch gesehen ein Jünger. Wir sagen oft, okay, wenn du dich bekehrst und glaubst an Gottes Gerechtigkeit, dann bist du ein Christ, dann hast du Gottes Gerechtigkeit bekommen und Jesus hat deine Sündenlast auf sich genommen. Das ist absolut wahr. Aber das erste Mal, dass das Wort Jünger, Entschuldigung, Christ erwähnt wird, im Neuen Testament, ist in Apostelgeschichte 11, Vers 26, das ist die Stadt Antiochien, wo unsere Bibel herkommt, die antiochianische Mehrheitstext, die all diese Stellen, die wir hier gerade aufgeschrieben haben, in den Text hat. Und wir lesen Apostelgeschichte 11, 26, darin fand, führte er ihn gegen Antiochien und sie blieben beide Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volks, der die Jünger am ersten zu Antiochien Christen genannt wurden. Jünger, Christen, Jünger sind Nachfolger. Also ein Nachfolger ist jemand, die den Herrn Jesus an der ersten Stelle hat und eigentlich alles dafür aufgeben möchte. Gott legt seinen Finger auf das, was du am liebsten hast. Und sagt, hast du mir das schon zurückgegeben? Hat nichts zu tun mit Rettung bekommen oder Rettung behalten. Einfach hat zu tun mit deiner Liebe zu Jesus Christus. Das kann bei einigen direkt sein, bei anderen kann es ein paar Jahre dauern, bevor du sagst, Herr, eigentlich gehört alles dir. Meine Zukunft, meine Freizeit, meine Gedanken, meine Pläne, meine Träume, mein Geld, meine Frau, meine Familie, es gehört alles dir. Ich gebe dir alles zurück. Du kannst damit machen, was du willst. Was ist eigentlich, was Abraham sagen musste? Wenn Gott ihn geprüft hat, Gott hat gesagt zu Abraham, was siehst du diese Sterne und so weiter, also dann Nachkommen sein, wunderbar, ständig sagt Gott, gib dich einen Sohn, obwohl er 99 war, seine Frau 90 Jahre alt war, und dann sagt Gott nach so 12, 13 Jahren, liebst du mich? Ja, ja, ich liebe dich. Okay, gib mir deinen Sohn, deinen Erstgeborenen, Isaac, und opfer ihn. Gott fragt ab und zu, deinen Isaac zurückzugeben, was du am liebsten hast, nach deinem Ruf sein, dein Job sein, ich weiß nicht, was das ist. Aber der Herr sagt, willst du mir das aus Liebe zurückgeben? In 1. Könige, Kapitel 2,
haben wir eine Beschreibung von Davids letzte Wille vor seinem Tod. 1. Könige Kapitel 2, Vers 2, da lesen wir Vers 1, Seite 498. Als nun die Zeit herbeikam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach: Ich gehe hin den Weg aller Welt, sei getrost und sei ein Mann. Sei ein Mann. Bist du ein Mann? Gibst du dein Spielzeug auf? Sorgst du für deine Frau? Kümmerst du dich um sie? Bringst du deine Kinder in die Gemeinde, wo sie von dem Herrn Jesus lernen können? Und womit sie jeden Tag eine Beziehung mit ihm haben können? Führst du ein Familienalltag zu Hause? Betest du mit deiner Frau, nicht nur gegen sie, oder für sie, aber auch mit ihr? Und nochmals, ein größeres Problem der letzten Tage ist zuverlässige Männer. Man sieht oft in Arbeit ein zuverlässige, verantwortungsvolle, was es auch ist. Das ist bei Gott auch so. Er sucht zuverlässige, treue Männer. In Jeremia Kapitel 5, Vers 1 lesen wir Folgendes. Gehe durch die Gasse zu Jerusalem und schaut und erfahrt und sucht auf ihre Straße, ob ihr jemand findet, der Recht tue und nach dem Glauben frage, so will ich ihr gnädig sein. Jemand, eine Person wäre genügend gewesen, um Jerusalem zu behüten, aber ihr fandet keinen einzigen Mann. Eine Person, die nach dem Glauben fragt und Recht tut. Sodom und Lot. Lot hat sein Haus nicht recht vorgestanden, aber noch ein gerechter Mensch. Gott sucht einen gerechten Mann in den letzten Tagen. Was ist Gottes Maß für einen Mann? Wie kannst du ein geistig erwachsen sein prüfen? Erstens Arbeit. Was du tust, wenn du nicht in der Arbeit bist. Was tust du in deiner Freizeit? Ein Problem in den letzten Tagen ist der Stolz. Stolz eines Mannes. Eine der Sünde von Sodom war Stolz. In Ezekiel 16, Vers 49, dann sehen wir die Missetat von deiner Schwester Sodom, Seite 1125. Und die erste Sünde von Sodoms Missetat war Hoffart. Zweitens, alles Vorlauf, na, das können wir hier auch beziehen, hier in München, um gute Friede, den sie und ihre Töchter hatten. Aber den Armen und Dürftigen halfen sie nicht. Man kann auch viele Gemeinden sagen, viele Gemeinden sind heute stolz. Sie haben alles Vorlauf, denken sie, sie haben Gebäude und Geld aufs Konto und gute Friede, wir haben unsere Friede, wir haben keine Probleme, keine großen Ärgernisse. Dann denke ich, wenn das der Fall ist, dann stimmt etwas nicht, weil Jesus sagt, der gottselig leben will, muss Verfolgung leiden. Das gehört dazu. Was war das Problem? Sie haben den Armen und Dürftigen nicht geholfen. Das ist das Problem mit vielen Gemeinden. Sie gehen nicht auf die Straße. Sie haben keinen Kümmer um verlorene Leute in ihrer direkten Umgebung. Das ist meiner Meinung nach das größte Bedürfnis hier in München. Was tut man, um Leuten geistig zu helfen, die verloren sind, die verblendet sind? Wenn sie sterben heute in ihre Sünde, gehen sie linienrecht in die Hülle, auch wenn sie wunderbar katholisch getauft und alle Sakramente versuchen zu halten, aber niemals allein an das Blut Jesu geglaubt haben. Zweitens, dein Zeugnis. Gehst du heraus, um von Jesus zu zeugen, um zu dienen? Versuchst du aktiv, jemanden zu Jesus zu führen? Oder suchst du es mir aktiv zu tun? Wie heißt unser Bruder Dragan? Der war im Krankenhaus. Wie lange? 10 Tage oder 7 Tage oder so etwas. Und am letzten Tag im Krankenhaus hat er einen 88-jährigen Mann, Josef, zu Jesus Christus geführt. Und er hat gesagt, ja, ich weiß, ich hätte schon zeugen müssen davor. Aber ich weiß, wie das geht, weißt du. Dann hast du immer etwas von manana, ja, aber und vielleicht später. Und dann sollte er rausgehen, hat er noch gezeugt. Und er war eigentlich offen, der Mann. Vielleicht hat der Herr Dragan da geführt. Genau da. Mit ein paar anderen Begründungen, denke ich. Um diesen Josef da zu begegnen. Und zijn letzte Chance van Josef, de 88-jährige. En möglicherweise hier van Dragan das Evangelium zu hören, bevor er starb. Amen. En dan had hij nun die Chance genoemd. Er war een Mann. Drittens, Zeit mit Gottes Wort verbringen. Wie viel Zeit verbringst du jeden Tag mit Gottes Wort? Also, ich nach nicht Kommentare und YouTube-Videos oder TV oder Zeitschriften und so weiter. Du kannst nicht erwarten, denn, dass Gott dich segnet, wenn du kaum Zeit mit ihm verbringst. Ich weiß, einige sind in Quarantäne gewesen, habt ihr wahrscheinlich viel gelesen. Und vielleicht hat es einige euch gut getan.
Dass sie dann sagt, ich bin weg von allen anderen Dingen und sage, ich habe nur Zeit für den Herrn und sein Wort. Ich denke oft, dass der Herr uns ab und zu gebraucht, um, kann gebrauchen, um unsere Aufmerksamkeit zu ziehen. Man kann manchmal sehen, ob ein Mann wirklich beschäftigt ist mit Gottes Wort, indem er nicht beleidigt wird, wenn ein Prediger ihm eine klare Wahrheit sagt. Wenn er gut war, ein Pastor in einer Gemeinde, Lichtenstein hatte aber immer eine Frau, die hat immer einen riesen Ärger gemacht in die Gemeinde, echt böse Dinge gemacht. Und wenn sie mal wieder etwas gemacht hat, was nicht richtig war, da hatten wir so einen Pfosten da in der Gemeinde und sie hat immer dafür gesorgt, dass sie immer hinter einem Pfosten gesessen hat, dann konnte ich sie nicht sehen. Und wenn ich dann sie, da hat sie mir in die Augen gesehen, hat sie nicht gesagt, so wie ein Kind ist sie versteckt, wenn er von der Kekse genommen hat und man kommt nach Hause und da sieht Junior, die hinter der Couch sich versteckt, und dann weißt du, er hat genau getan, was er nicht tun sollte. Und diese Frau hat sich immer hinter dem Pfosten versteckt, wenn sie wieder in der Woche etwas Böses getan hat. Und dann habe ich ihm gesagt, so, die Beschwerste, was hast du nun wieder für Sünde gemacht? Und hat sie gesagt, wie weißt du das? Das hat sie versteckt. Und weißt du, wann wir uns verstecken? Wenn wir nicht möchten, dass Gottes Wort durch das Auge des Herrn uns anschaut, dann haben wir keine Lust, die Bibel zu lesen. Weil Sünde hält uns von diesem Buch weg. Frucht tragen. Die Aufgabe eines Pastors ist, euch zu unterstützen, dass ihr Jünger, Nachfolger Jesu Christi werdet. Dass ihr lernt, als Haupt der Familie Frauen und Kinder recht vorzustehen und dass sie auch lernen, Jesus nachzufolgen, wie ihr Jesus Christus nachfolgt. Nochmals, ein Christ ist nicht nur von neuem geboren durch Glaube an Christus, aber eigentlich haben wir gesehen, ein Nachfolger Jesu Christi. Er zieht, er folgt nach. Wenn du eine Schlachterbibel hast, dann hast du nicht mehr das Wort Nachfolge, dann sagt das in 1. Korinther 11,1, seid meine Nachahmer, wie ich Christus nachahme. Na, Junior muss nicht dich nachahmen, er muss schön folgen. Nicht nachahmen. Nachahmen ist jemand, der sagt, von, na, ich tue, als ob ich laufe, ob ich folge, aber ich bleibe schön stehen. Ein Nachfolger ist, ich gehe in den Fußstapfen von der Person vor mir, ich gehe in seine Fußstapfen, ich folge in den Fußstapfen von Jesu Christi. Ich folge ihm nach, ich gehe die gleiche Richtung aus. Und viele Christen tun das, ob, die kommen in die Gemeinde, ich meine, gut, ich wurde berufen in eine Gemeinde Lichtenstein, da kam ich in die Gemeinde, einmal in zwei Wochen haben sie Gebetsstunde gehabt, ein Predigt am Sonntag und weiter Zeuge, niemals Traktatvater, niemals Straßenprediger, haben niemals Straßenprediger gesehen. Das habe ich ein Ding gelernt. Das war diese typische freie evangelische Gemeinde heute in Deutschland. Ich gebe mein Geld, damals war das 10%, haben sie gedacht, 10%, und ich komme in die Gemeinde, so einmal am Sonntag eine Stunde und dann einmal in zwei Wochen, das ist schon viel, einmal im Monat hat für auch viel auch gereicht, und weiter nichts. Und ich habe einfach geraucht und getrunken und alles Mögliche getan, niemals gezeugt. Aber ja, sie geht doch in die Gemeinde, aber sie geben ein bisschen Geld. Das reicht doch. Es hat nichts mit Jüngerschaft zu tun. Wenn ich da kam und nachher habe, ich habe einige gesagt, ja, Bruder, du meinst es schon gut, aber du verlangst schon sehr viel von uns. Sie wollten nicht nachfolgen. Sie sind einfach sitzen. Ein bisschen Geld geben und vor allem lass mich in Ruhe. Evangelisation, ja, wir bezahlen irgendwo einen Evangelist, der kommt dann am Wochenende ein bisschen predigen, lade jemanden mal ein und dann haben wir wieder 51 Tage lang Ruhe. Das ist, wie die meisten heute auch denken. Es ist auch hier in München, die meisten gehen nicht auf die Straße. Die Pastoren gehen auch nicht auf die Straße. Laden jemanden ein und so weiter, ein bisschen predigen, dann fühlen sie sich alle wieder wunderbar. Wie gehst du mit deinem Geld um? Wo dein Geld hingeht, offenbart dein Herz. Du zeigst mir, wo dein Geld hingeht und vor allem für wem es ausgegeben wird. Und ich sage dir, wo dein Herz hingeht. Ist es für Mission, ist es für die Gemeinde, ist es für Gottes Wort, für Traktate oder ist es für dich selbst? Das ist alles. Das ist ganz einfach. Das Herz eines Mannes ist näher an sein Portemonnaie als an alles andere. Selbstkontrolle. Kannst du dich kontrollieren und Nein sagen? Nein sagen mit Weihnachten. Trinken wir noch einen Glühwein? Oder wie heißen diese warme Weine hier? Glühwein. Oder Punsch. Punsch, ja, da in Österreich. Die können fein Punsch trinken. Punch. Die Schweizer auch, ja. Ja, Punsch überall. Und Leute, die Probleme mit Alkohol haben, die laufen, die werden Märkte da, die können nicht laufen, weil überall kommt der Alkohol luftig entgegen. Ist nicht so einfach. Ah, nein, zu Alkohol mit Weihnachten, Zigarette, Glas, alles Mögliche und so weiter. Wenn es bei einem Mann nicht funktioniert, kannst du schwer sagen zu Frauen und Kindern, du musst Nein nennen, um zu sagen. Deine Haltung gegenüber deiner Frau kommt nach 1. Petrus 3, Vers 6. Und das ist auch eine Sache, wo der Feind uns immer versucht,
1 Petrus 3, vers 6. We lezen daar wie die Sarah Abraham gehoorzaam war und hieß ihn Herr. Welche Töchter ihr worden seid, so ihr wohl tut und nicht so schüchtern seid. Nein, ich kann nicht darüber sprechen, aber wenn ich über diesen Text predige, dass eine Ehefrau ihren Mann Herr nennen soll, na, dann musst du mal schauen, in neugeborenen Meinen, wie viele Leute dann von Frauen sagen, Herr, Herr, ihr mein Herr, ich im Unterordnen. Das ist für die meisten, das geht nicht, das ist die weltliche Art von Denken. Wir sind das Gemeinde und wer ist unser Herr? Jesus Christus, Amen. Er soll das Sagen haben. Das heißt, bei einem Mann soll Jesus Christus der Herr sein. Wir haben das gelesen in Philipper 2. Jede Zunge soll einmal beleisen, Jesus Christus bekennen, Jesus Christus sei der Herr. Der Herr. Wer ist das? Das ist jeder Teufel, die nun auf Erde ist, einmal in Pudes Feuer sein, soll einmal in der Ewigkeit sagen müssen, Jesus Christus sei der Herr. Er sagt es nicht freiwillig, er sagt es aus Zwang, aber er muss es sagen. Aber wir können es freiwillig sagen. Jesus Christus sei der Herr, er ist mein Herr, er ist dein Herr. Wenn wir dann lernen, auch im Alltag, in Abhängigkeit von ihm zu unterordnen, dann allein können wir auch erwarten, dass unsere Frau, nicht die Frau im Allgemeinen, unsere Frau, dich als Ehemann unterordnet. Wenn eine Frau das tut, dann kann sie erwarten, dass ihre Kinder sie unterordnen, weil sie ist unter Gottes Autorität. Wir sind geschaffen, um unter de autoriteit eines anderen zu leben. De mens van nature sagt, das entscheide ich selber. Was passiert dann? Er macht ein riesen Durcheinander. Unsere Gesellschaft ist heute ein Beispiel davon. De mens, das ist ein Gesetz, wenn der Mensch Gott ablehnt und sein Wort ablehnt, dann wird er von einem Tyrann regiert. Heute haben wir eine tyrannische Regierung. EU. Nicht mal die deutsche Regierung. EU ist eine absolut tyrannische, diktatoriale Art und Weise, wie sie auch aufgestellt ist, da ist keine Demokratie da. Das ist absolut unmöglich. Das ist genau gemacht nach der Idee vom Vatikan, von Rom, dass ein Mann das absolute Sagen hat über eine Kirche von 800 Millionen, 1 Milliarde Leute. Und das ist, was die Welt will. Die Welt will nicht den Herrn Jesus Christus. Er macht frei, dann bekommen wir einen Tyrann. Das wollen die Leute. Wie versuchst du als Ehemann, die Bedürfnisse deiner Ehefrau entgegenzukommen? Nicht nur finanziell, aber auch emotional und geistlich. 1. Petrus 3, Vers 7. Deshalb gleichen die Männer, wohnen bei ihnen mit Vernunft und geben den Weiblichen aus dem schwächsten Werkzeuge seine Ehre, als auch Miterben der Gnade des Lebens, auch dass eure Gebete nicht verhindert werden. Deshalb brauchen sie zu bekommen. Sie brauchen Ehre zu bekommen. Ein Mann nicht. Sag ihm, wenn eine Person mich anfängt zu preisen, bin ich mir so, wisst ihr, so, nicht von was will die Person von mir? Aber eine Frau, die hat das gerne, dass sie gepriesen wird für was auch. Und das ist auch wichtig, sie ist ein schwächer Werkzeug. Sie muss auch geehrt und mehr gepriesen werden als der Ehemann. Und dann ist es, braucht man Vernunft, bei ihr zu wohnen. Du musst ein bisschen Weisheit haben, um recht mit ihr umzugehen. Der Jesus Christus ist auch nicht so hart zu uns, wenn wir für das sovielste Mal mit unserer Sünde zu ihm kommen und sagt, Herr Jesus, bitte verzeih mir, ich habe hier nie gesündigt. Dann sagt er auch nicht, na, verschwinde mal, komm nächstes Mal mal zurück, du bekommst heute keine Vergebung. Sag er doch nicht. Und wenn unsere Frau mal etwas macht, dann ist es auch nicht einfach zu sagen, ja, okay, lass es einfach und okay, verzeih das und lerne zu verzeihen. Und vor allem, wenn man so vorhat, bald zu heiraten, ja, man muss auch lernen dann zu geben und zu nehmen. Es ist nicht nur nehmen alleine. Wohnt bei ihnen mit Vernunft. Sie hat Bedürfnis an Lob und Ehre, mehr als an einen Mann. Körperlich ist sie ein Miterbe, sie hat körperliche Bedürfnisse. Die sollst die entgegengehen, nicht nur denken an deine körperlichen Bedürfnisse. Sie hat geistliche Bedürfnisse, dass eure Gebete nicht verhindert werden. Du musst mit ihr und für sie beten. Sie braucht mit Gottes Wort genährt zu werden. Das ist erstens dein Auftrag als Ehemann. Du sagst nicht, ja, ich gebe der Pastor ein bisschen Geld, dann muss er mal eine schöne Predigt vorbereiten. Das kann er schon tun, am Sonntag oder während der Woche, ist zweimal. Aber wenn du zwei Mahlzeiten pro Woche hast, Amen, da, und die Frau sagt für den Rest, ja, ich habe keine Lust mehr, was für dich zu tun, dann sagst du auch, hey, das ist für eine Ehefrau, Amen. Also dreh es um, sie nährt dich physisch, Amen, dann sollst du sie auch geistlich nähren müssen. Das heißt, ich sage es 100.000 Mal, ist immer das Gleiche. Das Wichtigste für dich ist deine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Dann bekommst du von Gottes Wort frisches Manna,
Ja, want de Juden moesten jede taak Friesisch mannen nemen. Eindtak uit kwamen die wormen erin. Om het van die kans op deine vrouw het was waardegeven van Gottes woord. Dat was Friesisch. Was dus, minimaal waarom dat het was nooit. Ik dacht, fijn en spijtig. Ik dacht, dat is super. Dan moest ik mijn vrouw zeigen. Ja, maar wie is het zo dat bij euch, einigen van euch, niemals zeggen, ik heb etwas Wunderbares van Gottes woord bekommen, moest ik mijn vrouw erzählen. Wenn dat niet de Fall is, dan moest je in een persoonlijke Beziehung met den Herrn arbeiten. Was ich erwarte, dass du sie auch nährt mit Gottes Wort. Und nicht der Pastor zweimal in der Woche. Wenn du zweimal Mahlzeiten bekommst, Amen, in einer Woche, und der Rest bekommst du nichts, dann sagst du nach einiger Zeit auch, ja, dann gehe ich irgendwo anders hin. Ja, du bist verantwortlich, um jeden Tag zusammen zu sitzen, das Wort zu öffnen und sie vorzugehen, in Gebet, in Gottes Wort, ein Lied zu singen und das Wort zu bedienen, um ganz einfache, praktische Erklärung zu geben. Das lernst du, wenn du noch nicht verheiratet bist, um eine gute persönliche Beziehung mit dem Herrn aufzubauen. Minimal einmal pro Jahr durch die Bibel. 3 Kapitel pro Tag. Ich habe es gerade noch im Auto ausgerechnet, glaube ich. Wie viel war es? 235 Kapitel? 235 ungefähr gibt es? 1230. Na, durch 365 geteilt. Das ist ungefähr 3 bis 4 Kapitel pro Tag. Na, das musst du doch packen können, nicht wahr? Meistens sind wir mehr wie Hände da, als 20 Minuten pro Tag. Also im Jahr einmal die Bibel durch. Genau. Im zweiten Tag. Genau. Ja, zweimal, das ist ideal, das kann man sicher tun. Ja. Und wenn du zum Beispiel im Zug sitzt, oder andere, kauft die Zeit aus. Und hat auch mal die Hände, dann liest die Bibel, ist dann einfach andere Dinge anzuschauen. Nimm die Zeit, um Gottes Wort dich reinigen zu lassen. Dann hast du etwas für deine Frau. Dann hast du, Männer, 50% oder mehr weniger Probleme mit ihr, als wenn du das nicht tust. Amen. Das soll auch ein Grund sein, um das mal zu tun. Wofür dein Pfad? Du brauchst Weisheit, um Entscheidungen zu treffen, zu führen, irgendwo hinzu. Hast du überhaupt ein Lebensziel? Die Bibel sagt in Jesaja 46, Gott verkündigt, was hernach kommen soll. Nochmals, ein Mann, das ist mit Autofahren oft, ein Mann, die schaut meistens nach vorne, die schaut ein bisschen weiter. Eine Frau hat die Neigung, um ganz früh zuvor zu schauen und dann im letzten Moment macht sie eine Entscheidung. Kennt ihr das? Und Männer haben meistens mehr Überblick und schaut weiß, was vorne ist. Das ist auch normal. Ein Mann ist gesetzt, um für seine Frau und seine Kinder weit nach vorne zu schauen. Die Welt sagt ab und zu, mein Kind, wenn es geboren wird, die muss dann eine sehr gute Ausbildung haben. Und wenn diese Ausbildung hat, dann hat er Matura gemacht, dann muss er an die Universität. Und bei der Universität hat er dann eine Freimaurerloge und dann kann er dann Beziehungen anfangen. Und dann kann er politisch da und da. Die Welt ist schon ganz am Planen für seine Kinder. Bestimmte Eltern, die sagen, ich will jetzt mein Sohn Fußballer wird oder Sportler wird. Das ist oft bei bestimmten Leuten, die haben dann eine gute Karriere gehabt und sehen dann, dass der Vater schon sehr jung mit dem Kind all Dinge gemacht hat. Mit Tochter oder so. Und sie hat einen Plan gehabt, so kann mein Sohn oder Tochter dann später in diesen Sport gehen. Meistens geht es um Geld verdienen. Und das wird dann geplant, wenn sie ganz jung sind. Das ist die Welt. Die Bibel sagt, dass die Kinder von der Welt oft weiser sind als die Kinder des Lichts. Die Frage ist, was hast du für Plan als Haupt der Familie kommendes Jahr geistig ist für deine Frau und deine Kinder? Oder sagst du, ja, da denke ich nicht nach, wie der Herr das führt. Ja, das ist schon wahr, der Herr führt das schon. Was man kann, also schon dich Gedanken machen. Ich möchte, dass mein Sohn, meine Tochter, meine Frau weiter gewachsen ist. Oder du schaust zurück auf diese Jahre und denkst, wo war ich oder war meine Frau und meine Kinder hier? Wo sind wir nun? Sind wir überhaupt gewachsen oder nicht? Sind wir bestimmte Sünde weggeblieben oder nicht? Haben wir ein besseres Zeugnis in unserer Umgebung oder nicht? Oder was möchte ich dann, wenn wir noch hier sind in einem Jahr, sein in einem Jahr mit meiner Familie? Ja, als Mann ist es gut, darüber nachzudenken. Frauen tun das viel weniger. Wir Männer sollen darüber nachdenken. Was will ich sein? Was für Plan habe ich? Gott verkündigt, was hernach kommen soll. Gott weiß immer, wo ein Pfad hinführt, bevor er eine Entscheidung trifft. Nehmen wir Adam. Gott in seiner Allwissenheit hat die Zukunft gesehen. All die Sünde, all die Kriege, all das Trümmer, all das Leid. Doch er hat Adam und Eva trotzdem geschaffen, obwohl er wusste, was geschehen sollte. Er wusste, er wäre verantwortlich, diese sündhafte Rasse eine Lösung zu geben in seinem eigenen Sohn Jesus Christus. Heute heiraten 2 Menschen. Die meisten der Ehen, die gehen heute weniger als 20 Jahre auseinander. Kinder pendeln zwischen Vater und Mutter.
Das Elternteil wird den Gunst der Kinder kaufen. Kauft teure Spielsachen und so weiter. Andere verwendet ihn auf eine andere Art und Weise. Und wenn eine Partei bibelgläubig ist, versucht er oder sie gegen so etwas zu kämpfen, dann pendelt das Kind zwischen Disziplin auf einer Seite und die andere Seite, mach was du willst. Dann fühlst du dich gut und dann bleibst du vielleicht mehr bei mir. Dann blüht das Herz des Kindes eigentlich zu kaufen. Und wenn das Kind 18 Jahre alt ist, geht es meistens dorthin, wo es machen kann, was es will. Wo er niemals gelernt hat, ein Nein zu hören. Das führt zu was? Verschlafung, Drogen, Verantwortungslosigkeit und Gefängnis. Man muss am Anfang schon das Ende betrachten und nicht nur die Gunst des Kindes versuchen zu erobern. Das ist wichtig. Du sagst, ich will eine bestimmte Linie gehen als Haupt der Familie, dann muss ich Nein sagen, muss ich mich disziplinieren, Jesus nachfolgen, Dinge aufgeben und wenn das klar ist, dann kannst du auch erwarten, dass Frau und Kinder den gleichen Weg gehen und auch freiwillig etwas aufgeben. Wenn du es nicht tut als Haupt der Familie, kannst du nicht von Frau und Kindern erwarten. Wenn du zum Beispiel fängst an, ein Buch zu schreiben, was du heute schreibst, beeinflusst, wie das Buch endet. Was du heute tust in der Erziehung von deinen Kindern, beeinflusst, wie sie am Schluss weitergehen. Wenn du sagst einfach, ah, diese Musik ist okay, diese Filme sind okay, diese Kontakte sind okay. Und du schaust nicht an, hey, das hat einen Einfluss vielleicht auf die Seele meines Kindes in falschen Entscheidungen, dann bist du indirekt dafür verantwortlich, weil du hast nicht gelernt, Nein zu sagen und negativ zu sein. Das gehört dazu. Das ist oft mit Jungs, die in einer Sportkarriere oder Schulkarriere, die haben vieles sich entsagen müssen, als Jüngere, dass sie später die Früchte davon pflücken. Das ist geistig genau das Gleiche. Kommen wir nach 5. Mose 8, Vers 16. 5. Mose 8, Vers 16. Hier haben wir die Geschichte von das Volk Israel, dass sie dankbar sein müssten. Zum Beispiel Vers 14 von 5. Mose 8 in dem Zusammenhang. Dass dein Herz dich nicht erhebe und vergessest des Herrn, deines Gottes, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus deinem Diensthause. Hat dich geleitet durch die große und grausame Wüste, da feurige Schlangen und Skorpione und eitel Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen gehen, und speiste dich mit Mann in der Wüste, von welchem deine Väter nichts gewusst haben, aber dass er dich demütigte und versuchte, dass er dir hernach wohltäte. All die Dinge, die Gott erlaubt in einer Wüste, 40 Jahre lang, was war das Ziel? Dass Gott sie hernach, nach dieser Zeit, wohltäte. Ihr habt das alle, denke ich. Früher hast du gedacht, warum ist mein Vater so hart mit mir oder so streng mit mir? Und dann bist du ein bisschen älter. Dann siehst du mit Kontakt mit Leuten, die das nicht gehabt haben. Dann bekommst du selber Frau, Kinder. Und dann denkst du nach einiger Zeit, ich mache jetzt genau das Gleiche wie mein Vater damals. Oder ähnlich. Warum? Du siehst, dass Nein, der Disziplin hat auch gute Seite. Aber wann siehst du das? Hernach. Nachdem du durch ein Zeit gegangen bist, dass es dir nicht so gefallen hat. Komm nach Job 42, Vers 12. Und sehen wir Job, die 40 Kapitel gejammert hat. Wieso Gott? Warum das Leid? Das ist doch eigentlich ungerecht. Und dann sagt Job, Job 42, Vers 12, nachdem Job all sein Eigentümer, 10 Kinder verloren auf einem Tag, sein Gesundheit verloren hat. Vers 12, der Herr segnete hernach, Job mehr denn vorhin, dass er kriegte 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinne und 1.000 Esel. Das heißt, er hat doppelt so viel Vieh bekommen als in Job 1. Hernach hat er das verstanden. Job musste eine Sache lernen. Was war das? Vers 6 von Job 42. Er musste Buße tun und seine eigene Gerechtigkeit. Gott, du bist gerecht, um mir erlauben zu tragen, was es auch sei. Schau auf das Ende. Ab und zu musst du negativ lernen zu denken. Lernen die Kinder zu ermahnen. Warne sie. Wir haben heute eine vollkommen kranke Gesellschaft.
Emotional, psychisch, geistig, körperlich vollkommen kranke Leute, unter Drogen gehalten werden von der Pharmaindustrie. Und Christus will dein Arzt sein in Seele, Körper, Ehe und Familie. Dann musst du ihm auch den Platz geben, den er verdient. Wenn er Nein zu sagen zu bestimmte Kleidung, bestimmte Musik, bestimmte Freundschaften, dann ist gut, dass du dich ab und zu aufhörst als Ehemann, als Vater, wegen Sünde. Wenn nicht, dann heißt das, dass dein Herz kalt ist und sagt, ach, meine Kinder müssen Sünde machen. Ich habe das auch gemacht, das heißt nicht, dass es damals recht war. Dann muss sie einfach klar sein, das ist, pass auf für das und das und das. Wenn sie es doch tun, ist ihre Sache. Aber sie können niemals sagen zu dir als Vater, das ist mir nicht gewahrt. Ich habe es immer gesehen bei einem Mann, die Wahrheit sagt, ob er nun in Sport ist oder in der Schule ist, zurückschauen, schätzt jede Person, dass eine Person sich die Mühe genommen hat, dich zu warnen von dem, was nicht recht ist. Das ist unsere Auftrag und versuchen ein Beispiel darin zu sein. Was Frauen und Kinder dann tun, ist ihre Verantwortung. Lernen seine Worte als Autorität aufzunehmen. Die Welt befragt Gottes Rezept über Kindererziehung. Und du kannst Zutaten nicht weglassen oder böse Sachen hereinwerfen und erwarten, dass etwas Gutes rauskommt. Etwas ist böse oder hat einen bösen Schein, meide das. Meidet einfach böse Schein. Bete darüber, her, passt es oder nicht? Und dann sagt, nein, es ist nicht gut, gefällt mir nicht. Lass es. Lass es einfach weg. Klare Linie, sehr wichtig für Frauen und Kinder in dieser Zeit. Die meisten sind so wetterwendig, betet darüber, fahren eine klare Linie und dann wissen sie, was sie zu erwarten haben. Lernen ab und zu negativ zu sein. Ermutigung muss sein, ab und zu sicher. Aber auch lernen negativ zu sein und sie zu warnen und sagen, hey Bruder oder Schwester, pass auf für dieses oder das. Und füge keine welche Zutaten rein. Das führt oft zu Bitterkeit. Gott ist schuld. Ich kann nichts dafür, hörst du oft. Na, vieles ist einfach eine Folge von eigener Sünde.